Herzlich willkommen zur Gothic 2 1000 Gold Speedrun Challenge. In diesem Speedrun geht es darum, in Gothic 2 die Nacht des Raben ungemoddet, also mit nur grafische Sachen, keine Quick-Loot-Sachen, nichts ähnliches, 1000 Gold zu verdienen, so schnell wie möglich. Regeln sind ganz einfach, ne? Keine klassischen Speedrun-Techniken, keine Bugs, keine Glitches, kein Out-of-Bounds. Nichts in diese Richtung, einfach nur das Game. Wir benutzen kein Sprinten, kein Quick Loot, einfach nur das klassische Game. Ganz einfach. Der Timer startet, sobald das Spiel startet. Und jeder von euch kann auch an dieser Challenge teilnehmen, wenn ihr möchtet. Da würde ich euch aber bitten, falls irgendjemand Lust hat, ich würde auch auf alle Videos reacten dann im Stream oder auch vielleicht als YouTube-Aufnahme, um zu gucken, was ihr anders gemacht habt. Ich würde euch nur bitten, dann euch meinen Run jetzt nicht anzuschauen. Nett, ihr wollt ja auch nicht irgendwie gucken, was meine Fehler sind und das dann verbessern. Das wäre natürlich ein bisschen unfair. Deswegen vielleicht einfach mal dann selber kurz machen, dann zum Video zurückkehren. Ich würde einfach mal jetzt starten. Uncut natürlich, ne? Let's go. So, ich habe für mich selber jetzt keinen Timer, aber ich werde den hier einblenden dann. Nach der Intro-Sequenz geht's los. Brauchen wir auch gar nicht. Let's go. Speedrun Challenge. Muss ich beeilen. Was können wir tun? Ja. Yeah. Alles klar. Schnell. Trank kann man verkaufen. Speedrun Challenge. Speedrun Challenge. Ich muss mich beeilen. Das ist so lahm ohne Quick Loot. Alles, was wir verkaufen können, verkaufen wir. Das geht ja, das ist ja kein Quick Loot, das ist ja einfach nur schnell nehmen. Okay, die Steintafel ist 6 wert. Erfahrung glaube ich auch nicht. Ich muss pennen. Bis zum nächsten Morgen. So schnell. Seit jetzt laufen sie schneller, ne? Stimmt. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Soll ich nochmal neu anfangen? Nein. Ich ziehe das jetzt durch. So schnell, Belia. Bester Mann. 500 Gold? So, das stellst du statt. Oder sind andere Händler vielleicht näher? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob jemand anderes näher sein könnte. Bei wem kann ich noch verkaufen? Ich habe mir jetzt keine Gedanken gemacht vorher. In der Stadt sind auf jeden Fall Händler. Wo sind noch Händler? Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt auch keine Waffe mitgenommen. Ist vielleicht die Taverne näher dran? Nee, ne? Scheiße, lass mich in Ruhe. Ist ja einfach vorbei. Lass mich. Alter, sind hier viele Goblins. Hier sind ja voll viele Goblins. Hey, sind die Nachts haben irgendwie dumm? Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Ja, kloppt ihr euch mal. Interessiert mich nicht. Noch ein Wolf. Ist einfach dran vorbei. Einfach vorbei. Einfach hier weg. Einfach weg. Ich habe eine Mission zu erfüllen. Hier noch Gold? Die liegt ein Lederbeul, oder? Nee, gar nicht. Okay, dann ist egal. Abkürzung. Einfach Abkürzung. Shit, ich muss auch irgendwie in die Stadt kommen, ne? Wenn ich seitwärts durch Wachen laufe, ist das eine Speedrun-Taktik? Eigentlich ja nicht. Oder? Ich sag mal ja, ist eine. Was ist denn mit seinem Hut? Alter? Da ist wieder ein. Ich kann über die Mauer klettern. Ich kann versuchen, über die Mauer zu klettern. Aber das darf nicht zu viel Zeit verbrauchen. Das müsste ja eigentlich gehen.
Komm schon. Ich muss im Inventar. Nein. Verdammt. Ich laufe einfach an der Wache vorbei. Let's go. Lass mich in Ruhe. Hier ist ein Händler. Aber ich gehe hier vorne hin. Oder warte. Ich habe da meine eigene Meinung. Als Maul? Ich wundere mich über gar nichts mehr. Das hat er wirklich. Das ist viel zu wenig. Scheiße, das ist viel zu wenig. Er muss doch mehr. Ich muss 1000 Gold, ich habe nur 544. Es war genauso, wie du sagst. Sind hier vielleicht noch ein paar Lederbeutel versteckt? Von denen ich gerade nichts weiß. Ich habe noch eine Idee. Aber das Licht war eine Qual für Belial. 100 Gold Speedrun Challenge. Und alles, was Innos erschuf, wurde von Belial. Habe ich etwa jetzt schon verkackt? Das habe ich schon immer gesagt. Das hat sie schon immer gesagt. Wer sagt denn sowas? Er sollte lieber den Mund halten. Ja, das ist doch kein Geheimnis mehr. Wir schwinden. Schlimme Zeiten sind das. Das Nein. ist doch kein Geheimnis mehr. Das. Und es wird noch viel schlimmer. Ich dachte, er gibt einem Gold. Das habe ich schon immer gesagt. Schlimme Zeiten sind das. Ich dachte, er gibt mir Gold. Ich glaube da nicht dran. Ich bin. So, du bist also. Aber du solltest dir eine Arbeit. 20 Gold nur? Irgendwer muss die Arbeit ja machen. 20 Gold. Das ist mal wieder typisch. 1000 Gold ist echt schwieriger als gedacht. Ich, gar nicht ich weiß, ich mach die Yoda-Quest. Er sollte nicht den aber. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Das weiß doch inzwischen jeder. Mein Mann sieht das anders. Ja. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Das ist mal wieder typisch. Ja. Mein Mann sieht das anders. Alles klar. Er erzählt alles weiter. Alles klar, schnell. Irgendwer muss die Arbeit ja machen, wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Rengardo. Das ist der Sasser. Warte mal. Was? Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. So, gib jetzt. Sagst. 50 Gold. Das habe ich schon immer gesagt. Ah, Moment. Warte mal. Moment. Schon immer gesagt. Warum soll ich mich denn noch alles kümmern? Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. Geht schnell. Oh mein Gott, das ist schwieriger als gedacht. Ich dachte, da gibt einem so 200 oder so. Dass die Sachen, die ich verkauft habe, werden mehr wert. Was ist denn da 3 FPS gerade gewesen? Kann ich noch einen Dieb vielleicht reinhauen? In die Pfanne hauen? 100 Gold. 714, ich brauch mehr. Das kann ich verkaufen. Muss ich beeilen. Rostiges Schwert. Ich brauch mehr. Mehr. Hey, was wolltest du da drin? Gar nichts. Nein, die dürfen mich nicht erwischen. Die dürfen mich nicht erwischen. Sonst habe ich kein Gold mehr. Wir sprechen uns noch. Auf gar keinen Fall. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Willkommen. Yeah. Nein. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Das darfst du keinem erzählen. 800. Gar nichts mehr. Das hast du einen Job für mich? Nein. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Okay, ich brauch mehr. Mehr. Er sollte lieber krieg ich noch Gold her. Jetzt schnell. Er sollte lieber den Mund halten. Was für ein Turmschlüssel ist das? Turmschlüssel. Keiner weiß, für welchen Turm. Gar nichts mehr. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Und es wird vielleicht viel schlimmer. Das Verdammt, ich bin schon 10 Minuten drin. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Schlimme Zeiten sind das. Bin ich wirklich so viel schneller? Das ist schon schneller. Warum soll ich mich denn noch alles kümmern? Ach, erzähl mir nicht sowas. Wo kriege ich noch Zeug zu verkaufen? Schlimme Zeiten sind das. Wo hast du das denn schon wieder her? Weiß ich nicht. Die 1000. Und so stellte er sich zwischen 1000 Gold Speedrun Challenge. Voll schlecht. Ihren Streit zu schlichten. Ich weiß, wo ich noch was herbekomme. Hier ja nicht zu stehen. Ich muss zu Ignaz.
zu Ignaz. Geldverleiher! Oh mein Gott! Ich hab's. Ich werde es, glaube ich, nochmal versuchen. Ehrlich, ich hab's selbst erlebt. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Zwei. Das ist eine. Ich hab's. Stopp. Wirklich? Das war's doch interessant. Ich hab etwa 9 Minuten gebraucht, Alter. Das ist voll schlecht. Auch den ganzen Tag. 700. Ach, erzähl mir nicht sowas. 150 von Delgado. Das interessiert mich nicht. Wenn das 850. Ach, ja gut, ist okay, glaube ich, oder? Es gibt bestimmt eine schnellere Möglichkeit. Aber wenn ich jetzt direkt den besten One hingelegt hätte, dann könnte man ja sagen, so, yo, ist ja schon das Beste. Dann ist ja eh egal. Aber, ja. So viel dazu. Guck mal, hier hätte man auch noch was klauen können. Elis Kurzschwert. Du mieser kleiner Dieb! Und die Stadtwache bekommt dieses ganze Gold. Lass in Zukunft die Finger von meinen Sachen, klar? Der hat jetzt von seinen Sachen noch Volleyball noch. Ja, GG. Danke das für das Gold, du Held. War die 1000 Gold Speedrun Challenge. Ich bin gespannt, ob irgendjemand schneller ist. Also es würde mich natürlich freuen, wenn einer der, ihr wisst, was ich meine. Kann ich im Stream drauf reacten, wenn irgendjemand das auch noch macht. Und schauen wir mal, wer dann der Beste ist. Ede, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.